Guten Morgen, liebe Freunde von Auswandern Thailand. Heute begrüßen wir euch von Touch the Wind. Das ist also unsere erste Anlaufstelle hier gewesen in Chaiapum. Der Anfang unserer Nordthailand, kleinen Nordthailand-Rundreise, will ich mal sagen. Ja? Wir sind hier im Touch the Wind, hier beim Jörg hier und bei Mickey. Und naja, die werden wir euch später vorstellen noch. Aber mehr nach dem Intro, bis gleich. Der linken Seite. Oh, hier. Genau. Ah, da ist er ja schon, der Andi. Da ist er ja schon, der Andi. Schaut euch das an, Herr. Toll. Sehr schön. Aha, Isan-Tracht hat er angezogen. Oh, gut, aber mir sei mager schon dann. Ja, ich fahre extra ein bisschen langsam, dass wir das alles schön sehen. Ne? Ach so, ja, wow. Viel Licht. Oh, schön. Ich bin so begeistert, ich will euch mal zeigen. Ja. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend. Sawadee Kap! Herzlich willkommen. Dankeschön, Dankeschön. Wow, sieht richtig toll aus. Du bist der Mickey, ich darf du sagen? Jawohl, ich bin der Karl. Okay, und das ist die Coraworn, meine Frau, genau. Ne? Ein ganz tolles Restaurant. Ach, schaut euch das mal an. He? Sorry, ich muss gerade ein bisschen zeigen. Ne? Schaut euch das mal an. He? Das sieht doch richtig toll aus. Mit viel Liebe gemacht, das Ganze. Das muss man echt sagen. So, dass ihr das Ganze mal von außen seht, bei Licht, natürlich im Dunkeln sieht das natürlich auch eine wunderschön aus. Ne? Sawadee Kap, Miki. Das haben wir angebaut, jetzt im Februar fertig geworden, der Bambusgarten. Aha. Ah, der Bambusgarten. 170 Quadratmeter nochmal. Okay, super. Ja. Na, prima. Hallo, schön, dass wir bei dir sind hier. Freut uns. Dankeschön nochmal für deine Einladung auch, hier. Ja. Ist also wirklich schön, gefällt uns sehr gut hier heute bei dir. Heute ist nichts los. Heute kein normales Wochenende, immer voll. Ich denke mal, die haben gewusst, wir brauchen heute ein bisschen mehr Zeit für ja, uns. Ja, die haben gewusst, kommen wir heute lieber nicht. Genau. Ja, ist ja immer so, doch, ist ja immer, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, möchte ja nicht jeder in die Kamera, da muss man natürlich auch immer ein bisschen drauf achten. Ja, ist kein Problem, alles gut. Mhm. Ja, und das habe ich praktisch vor 3 Jahren jetzt, etwas mehr als 3 Jahren ist das fertig geworden. Mhm. Wir haben 15 Monate gebaut. 15 Monate gebaut? Ich war jeden Tag hier. Ja? Alles selber geplant, ich bin Grafikdesigner, ich habe alles selber entworfen. Wow, super. Alles selber gezeichnet, jeden Schritt. Aha. Und habe den Bauleuten dann hier alles. Das ist ja immer schwierig, das dem schwierig, beizubringen, wie es gehen soll. Du wirst später merken, wir haben diverse Design, diverse Kleinigkeiten, die hat niemand hier. Und ja, das ja. ist das Besondere. Okay. Ne? Und schönes Nougat-Tisch noch. Ne? Ja, auch. Auch schön, ne? Ja, hier kann man einen schönen Abend verbringen. Wird rege genutzt, aber aha. Heute ist nichts. Ja, alles ist halt mal so, ne? Aber gut, ist egal. Auf den Europäer, das haben Künstler aus Bangkok gezeichnet hier. Mhm. Die okay. Wandmalereien. Okay, so ein schöner herbstlicher Wind, so ein ja, schöner herbstlicher Wald. Genau. Und hier Venedig, genau. Und da ist Isan. Und der Isan, gell? Genau. Ja, genau. Ja, absolut, Cherry, sehe ich auch. So ein talentierter Mann, unser Andi. Ja, es war halt. Ja, es ist halt Hobby. Aha. Ja, ich denke auch. Gastronomie muss einem Spaß machen. Wir haben nichts mit Corona gehabt. Wir haben durchweg zu tun gehabt. Wir haben aha. immer aufgehabt. Okay. Außer 2 Wochen, da mussten wir zumachen. Mhm. Ansonsten hatten wir hier immer zu tun. Okay. Super. Wir haben die Apartments aufgemacht, genau in der Woche, wo Corona anfing, im Februar. Okay. Seitdem, wir kennen nichts anderes als Corona. Ja, ja.
Genau. Es kann nur noch besser werden. Das stimmt. Du, das ist eine gute Voraussetzung eigentlich, da muss ich dir schon recht geben. Ich habe auch technisch alles, wir haben zwei Solaranlagen auf dem Dach. Mhm. Wir haben unsere eigene Wasserversorgung, wir haben Notstrom. Habt ihr gehört, Solar hat auf dem Dach, eigene Wasserversorgung, super, ne? Ja. Hier kannst du gucken. Wir haben alles Bewegungsmelder, das heißt, die Lichter gehen alleine, wenn sie denn schon herzugehen. Aha. Das ist dann die Apartmentanlage. Wir haben nur 6 Apartment, mehr wollten wir nicht im Moment. Okay. Aber wir wollen auch nicht mehr machen. Das reicht. Ja, es ist schon, wenn es so viele Apartments ist, ist es schon schwierig auch. Ne? Man muss das Ganze muss ja auch organisiert werden. Am Ende muss ja doppelt so viel. Aber ja, ich denke mal, aber es voll ist voll. Eben, genau so ist es. Ne? Ich meine, ich verstehe jetzt manchmal nicht, wie das in Thailand so funktioniert, weil viele Hotels sind ja nur an den Wochenenden voll. Ja? Zumindest mit diesen Hotels im Isan. Ja. Wir sind ja viel in Thailand unterwegs gewesen. Woche, wir haben viele Geschäftsleute, die suchen dann vor allen Dingen bei Booking.com und Agoda und so stehen wir überall drin. Mhm. Und die wollen halt schöne Zimmer haben. Die wollen nicht in irgendeinem Dreckloch. Klar. Sauber vor allen Dingen. Ich sage immer, sauber ist das Wichtigste. Sauber und designmäßig, aber du kannst ja später mal da... Gehen wir mal den Ausblick noch sehen. Es ist ja noch nicht dunkel. Da, Andi, der rennt hier hoch. Andi, langsam, alter Mann, ist kein D-Zug. Ja, ich bin auch schon 56. Wow. Ja, autark, ne? Hier ist noch so ein kleiner Konferenzraum. Aha, auch schön, dass man mal... Private feiern. Genau, da kann man auch privat mal was feiern, auch nicht schlecht. Mit genau, gut. Und okay. Und hier super. Ist halt der schöne Ausblick über die Gegend hier. Das finde ich ganz toll. Ja, schöne Aua. Kalt ist das hier bei euch. Das ist toll. Guck mal, da kannst du hier auch mal einen Blick auf die... Bambusgarten? Ja. Okay. Können wir mal hochgehen. Gerne. Siehst du, so haben wir das gemacht hier. Schön. Ah ja, schaut an. Da hat er... Oben im zweiten Stockwerk hat also noch hier einen Bambusgarten über der Garage drüber. Auch schön, ne? Mit 30, 35 Sitzplätzen. Willst du mal einen Blick in die Küche werfen? Gerne, wenn du uns in die Küche lässt. Gerne. So, also wenn wir in die Küche, jetzt gehen wir noch in die Küche. Ja, das finde ich wichtig. Wir haben hier eine Außen- und eine Innenküche gemacht. Mhm. Wegen Geruchsentwicklung. Toll, ja. Hier werden Pommes, ganz viel wow, schaut euch das an, hä? Mein Lieber, also da muss man ja wieder sagen, deutsche Gründlichkeit. Ne? Schaut euch mal an hier. Toll, hier, ne? Ist alles sauber und alles... Aha, wirklich schön. Das ist jetzt die Außenküche, ne? Ist ja super durchdacht. Man muss halt immer sagen, in Thailand ist eine Außenküche ja sehr wichtig. Und dann auch hier die drei Türen, dass man sich nicht begegnet beim... Aha, auch gut, alles genau. Wow, super. Großes Lob an die allerdings. Und das ist die Innenküche, da machen wir Vorbereitung. Das ist also die Innenküche hier. Große Kühlschränke, du siehst, alles ist sauber und... Das ist immer wichtig, ganz klar. Ne? Alles wird bei uns in Tupperdosen gemacht, die wird einmal eine Woche desinfiziert, die ist sauber, da achte ich drauf. Muss man sagen, ist wichtig für mich. Klar. Weil ich ja Koch auch gelernt habe. Genau so ist es, Andi. Man kommt aus dieser Berufssparte halt und da achtet man da halt automatisch drauf, gell? Ganz klar. Und, ne? Und hier ist dann die Spülküche. Na, schaut euch an. Die Spülküche. Alles einwandfrei, ne? Auch ein Pizzaofen. Ja. Dann hier die Spülküche. Hier, auch gut, ne? Spülküche. Hier ist der Elektroraum, wo die ganzen mit den Kühltägen, genau. Die ganzen Solaranlagenkram ist alles hier. Mhm, okay. Also das ist alles durchdacht hier. Ja, alles durchdacht, das und stimmt. Und hinten haben wir noch einen Lagerraum, aber der ist nicht sehenswert. Da ist, wie gesagt, Pizzaofen und kleiner Ofen. Mhm. So, also Micky, du sprichst ja Deutsch, ne? Ja. Genau, also Micky spricht... Durch. Der Micky ist sogar Deutsch, genau, richtig. Der Micky hat sogar einen deutschen Pass, habe ich gehört. Ne? Wow. Nach 3 Jahren habe ich deutschen Pass. Aha, super. Na, Micky, klasse, toll. Und dein Deutsch ist auch sehr gut, prima. Naja. Lange schon nicht mehr sprechen, aber langsam. Ja. Gestern aber geht noch. Siehst du, so geht es meiner Frau auch. Sie ist jetzt auch seit 2014 nicht mehr in Deutschland. Aber wir reden immer mit den Leuten. Das, wenn du dann Gäste hast, klar, immer wichtig. Das ist auch immer sehr wichtig, dann bleibst du auch dran. Soll mein Zimmer noch gehen mit dir jetzt? Komm, dann gehen wir jetzt erst ins Zimmer. Dann zeigt er uns jetzt erst das Zimmer. Du, hör mal zu, Andi. Genau, Andi, du kannst immer, wenn du was möchtest und zuerst zeigen, mach das. Hör mal zu, du bist schon sagt. Wollte ich gar nicht in irgendeinem Video, weil ich bin ja nicht so... Ich bin ja nicht so fotogen. Nee, Andi, aber hör mal zu, du bist die Persönlichkeit, die hinter dieser ganzen Sache hier steht. Fingerprint. Fingerprint, okay. Ich komm mal rein. Wow. Es ist ein bisschen kühl, aber... Oh, mach die Klima noch klar aus. Ja, 25 habe ich eingestellt, aber wir können sie gleich ausmachen. So, also wir kommen jetzt hier ins Zimmer rein. Wow.
Schaut euch an hier, hä? Mal lass lieber. Das Schlafzimmer hier, ne? Ein riesen. Wo ist Schlafzimmer? Hier ist extra Schlafzimmer. Ach, was ist das hier? Das ist Wohnzimmer. Wir wollen ja nicht einziehen bei dir. Nein. Wo ist das unser Apartment jetzt oder wie? Ja, schaut euch das an. Mal lieber, alter Falter, mal lieber. Schaut euch an hier. Wie Apartment, oder? Ja, Apartment. Das ist absolut ein Apartment. Ne? Absolut ein Apartment. 50 Quadratmeter, ja. Sehr geschmackvoll eingerichtet. Toll, prima. Schön. Doch, stimmt. Da gehen wir weiter. Ist europäergerecht gemacht. Badezimmer. Mit einer riesen Dusche. Wow, schaut und, euch das an her. Ne? Und die draußen. Rote Lampe ist hier. Ihr wisst ja, ich stehe auf rote Lampe. Ja, das kann man auch nur rot machen. Das ist beim Duschen schöner, nur rot. Schaut wow. euch das an her. Mal groß, lieber. Ne? Super hier, super. No. Toll. Oh. Schaut euch an her, mal lieber Scholli. Oh. Ja? Wow, wow, mal wow. lieber. Die Taube auf dem Bett her. Ja, ja. Das ist quasi das, wie sagt man dazu, das Honeymoon Suite. Die Honeymoon Suite. Die Honeymoon Suite, Leute. Mein lieber Scholli. Eine Videoanlage. Eine Videoanlage. Wenn man klingelt, kriegst du das Bild von draußen, wer vor der Tür steht. Oh. Und die letzten 10 Bilder werden aufgezeichnet. Ah, so, okay. Wer da geklingelt hat. Ah, so, okay. Das sind Spielereien, aber ich finde es einfach schön, weil die Leute finden das. Also, toll. Das hier die Speisekarte. Seht ihr? Breakfast-Kombos hier. Also, morgen früh können wir jetzt hier unser Frühstück machen. Mm, hier gibt es also Thai-Food. Ja, dann auch hier, also hier original Thai essen. Man kann also hier Thai essen. Der Schatz, guck du mal. Ja, muss ja vor allen Dingen was zu essen bestellen, dass sie anfangen. Ah ja, die warten auf dich. So, da kommt jetzt, ja, seht ihr, alles wunderschöne Sache. Thai, Green Curry für 100 Baht, das ist ja geschenkt. Das kriegst du nirgendwo für 100 Baht. Ja, ihr habt ja wirklich gute Preise. Also, Preise sind ja echt top her. Wie kriegt man ein grünes Curry hin für 100 Baht bei den heutigen Preisen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir können hier nicht Preise wie in Pattaya oder Bangkok nehmen. Nee, das ist schon klar. Aber für mich ist es auch viel zu wenig. Also bei uns ist das teurer. Wir wohnen auch in Pattaya. Es ist halt hier nicht anders machbar. Die Leute würden das nicht bezahlen. Kann man in Deutschland. Machst du auch so Jägerschnitzel mit Jägersoße und sowas? Naja, ich hab auch Pilzsoße, klar, ja. Aha, okay. Ne? Schaut euch das mal an. Sehr viel Hunger. Du isst was anderes. Nein, du isst keine Amokop. Nein, das ist mein Essen. Das ist mein Essen, Leute. Schaut euch das an. Ja, der Punkt, gib mir nein. Ich darf natürlich noch nichts essen, weil ich habe Bilder gemacht, bei Instagram, kennt ihr ja. Da muss natürlich echt ein Bild gemacht werden. Ja, wow. Ganz klasse. Ha? Sieht lecker aus. Migi, schmeckt super lecker. Ich habe eine glatte Zähne vergeben. Das ist jetzt der Kanamu-Korb, ne? Heiliger Bimbom her. Und dann müssen wir meine Spaghetti noch probieren. Ich habe bloß auf noch nicht ein Gabel. Noch nicht ein Gabel, wie gibt es für mehr Geld vor? Nur ein Fettwisch. Schaut euch das an her. Und dann? Schaut euch das an. Einmal eine Rinderroulade vom australischen Beef, Leute, vom australischen Beef. Wenn das nicht der Hammer ist, her. So, dann hier Caravan, schnell, geh weg. Aufmachen. Schaut euch an. Hier, Schweinefilet an Pilzraumsoße mit Kartoffelpüree. Erstmal die wunderschöne Aussicht hier, direkt von unserem Apartment hier, das wir hier beim Jörg zur Verfügung gestellt bekommen haben für unsere Community bei Twitch. Ja, hat uns halt eingeladen hier. Naja, aber dazu auch später mehr. Ja, jetzt genießen wir erstmal hier die wunderschöne Aussicht hier. Hier die Windräder, die seht ihr hier. Überall ein regelrechter Windpark, wunderschön, wirklich sieht schön aus. Wir haben Glück, heute Morgen scheint die Sonne. Wir haben ja schließlich Regenzeit, das darf man nie vergessen. Na, da sind wir natürlich auch der Regenzeit geschuldet, dass wir auch Sonne haben, sind wir
glücklich können wir sein, sieht auf jeden Fall prima aus. Entlang von unserem Zimmer aus, also wir haben das kleine Apartment hier bei ihm, hat man eine tolle Aussicht erstens und natürlich einen eigenen Zugang zum Pool. Ja. Er hat ja hier noch einen Pool, hier schön an den Blumen entlang. Ja, ja, die Padloms hier, also diese Ventilatoren, passend als Anspielung hier für die Windräder, hat er toll gemacht. Ne. Hier ist auch eine Außendusche, so wie es aussieht. Jawohl, ist eine Außendusche hier. Ja. Geht es also weiter hier zum Pool. Er hat also hier einen Indexpool, wie ihr seht. Der Indexpool ist also überdacht, was gar nicht verkehrt ist, weil er keine großen Bäume hat hier zum Schatten eben spenden. Schöne Blumen überall. Wunderbares Klima übrigens, muss man sagen, hier in Chaiapum. Gefällt mir sehr gut das Klima. Wirklich schön. So, wir gehen dann mal gleich später hin. Oh ja. Eine dicke, fette Raube hier. Schaut euch das an hier. Ne? Sieht man gleich an den großen Knoddel, die sie ohne Falle gelöst hat. Ne? So, ne? Also hier geht es weiter. Da geht es ins Restaurantbereich. Aber das zeigen wir euch gleich jetzt. Wir gehen nämlich zum Frühstück jetzt. So, da gehen wir mal frühstücken hier. Man muss also wirklich sagen, hier auch eine schöne Front hier. Es hat ja am Abend schön aus. Ganz fantastisch hier. Ja, jetzt schauen wir mal, was es Gutes zu frühstücken gibt hier im Touch the Wind. Ich denke mal, dass, wenn das so lecker ist wie gestern Abend, das Abendessen, die Spaghetti waren ja hammermäßig, muss ich sagen. Wirklich sehr schön gemacht hier, sehr geschmackvoll und sieht richtig gut aus. Ja, man sieht halt auch, die deutsche Gründlichkeit ist natürlich angesagt, viel Fantasie, was ich ganz toll finde. Na, da schauen wir mal, was das Frühstück hergibt, Leute. So, liebe Freunde, hier haben wir natürlich auch das Team hier vom Touch the Wind. Da stellen wir euch gleich mal vor, hier von links nach rechts fängt es beim Andi und der, wo so schön winkt, das ist der Mickey. Dann kommen die Oh und der Dio. Herzlich willkommen, Freunde, hier im Touch the Wind. Ein wunderbares Team, eine wunderbare Vorstellung und ein wunderbares Essen. Ich freue mich aufs Frühstück. An die Arbeit, Leute. Hier vom Restaurant aus, schöner Ausblick hier. Schöner Ausblick raus in die Natur, in die Berge hier. Wir sind ja von Bergen umgeben hier. Wunderschön. Schönes Wetter heute, das ist natürlich ein riesen Vorteil. So, der Kaffee kommt aus einem schönen Kaffeevollautomat. Das merkt man natürlich. Kaffee ist schön heiß, vor allen Dingen, und hat einen guten Geschmack. Korn ist ja etwas zu stark, muss mit Wasser nicht machen. Mir ist er recht. Ne? Aber sauberer Kaffee, schön. Natürlich schöne Kondensmilch dabei, noch Kekse. Also Leute, ich bin geplättet, was der Andi hier ein Frühstück mir hinstellt. Ich wollte ja eigentlich nur Schweineschmalz, aber er lässt mich nicht gehen, bevor ich das alles getestet habe. Leute, schaut euch das an, es ist der Hammer. Also ich glaube, ich ziehe hier beim Andi ein. Schaut mal an, was eine Wurstplatte her. Ja? Also fantastisch, schaut euch das an, also ich bin geplättet, wirklich. Also wir essen heute nichts mehr, erst heute Abend wieder beim Andi, wenn wir nach Hause kommen. Schein. Hammer. Also wirklich ganz, ganz fantastisch. Also ich weiß nicht mehr, was ich sah, soll echt klasse. Liebe Freunde von Auswandern Thailand, euch allen einen schönen Abend noch. Lieben, lieben Dank für euer Zuschauen. War schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen jetzt Schluss. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my Thai. I want to do some shopping, I ask how much Thai, but paying the price is very high, so I say Lot Thai Mai.